Willhaben kennt irgendwie schon jeder. Also entweder man kennt die Homepage oder man kennt die App, mit der ich auch immer wieder Autos für euch suche. Allerdings kann Willhaben noch viel mehr, denn keine Plattform hat so viel Ahnung über den österreichischen Automarkt. Aber sehen Sie selbst. Wenn uns diese Krise eines gezeigt hat, dann, dass die Individualmobilität noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Ein Auto zu haben bedeutet, keine fremden Personen in der eigenen Wohlfühlzone auf dem Weg in die Arbeit oder zum Wocheneinkauf. Das mulmige Gefühl, Haltegriffe zu verwenden oder auch nur Rücken an Rücken mit anderen zu stehen, das wird uns durch die Möglichkeit eines eigenen Fahrzeugs erspart. Vor allem am Gebrauchtwagenmarkt macht sich diese Sehnsucht nach den eigenen vier Rädern bemerkbar. Und wo suchen Kaufinteressierte? Genau, online. Also Willhaben wird von 3/4 der Österreicher im Quartal genutzt. Also das ist quasi fast der ganze österreichische Markt und deswegen ist natürlich von sehr günstig bis sehr teuer alles dabei. Natürlich mehr günstig als teuer, so wie es im echten Leben halt auch ist. 3/4 der Österreicher klingt nach viel. Ist es auch. Also in Zahlen ist es so, dass im Automotorbereich aktuell über 3 Millionen Besuche die Woche sind. Das heißt, wäre der Automotorbereich von Willhaben ein Einkaufszentrum, würde 3 Millionen mal die Tür aufgehen. Da braucht man schon ganz gute Scharniere, dass das funktioniert. Und wir haben über 200 Millionen Seitenaufrufe pro Woche. Also wir werden demnächst an der Milliarde kratzen. Und da ist wirklich was los. Und eben im Vergleich zum letzten Jahr auch nochmal mit deutlicher Steigerung. Das hört sich ja so an, als könnte zumindest am heimischen Automarkt der Corona-Schaden minimiert werden. Wir gehen davon aus, wir sind sehr positiv, dass das, was jetzt in diesen 6 Wochen verloren wurde, auch wieder aufgeholt werden kann. Also jetzt die Erleichterungen für die Wirtschaft und die Wiedereröffnung des Autohandels kommt direkt in der Autosaison. Die geht jetzt sicher noch bis Juli, vielleicht dieses Jahr auch bis August. Also wir gehen davon aus, dass diese Talsohle zu überwinden ist und dass man sogar wieder ein bisschen was aufholen kann. Und in den Daten, die wir über die Plattform erheben, in den Zugriff, in den Ansichten, in dem, was sich die Leute auf der Merkliste speichern, in dem, was wirklich dann kontaktiert wird, angerufen wird, ich würde das gern kaufen, ich würde es gern besichtigen, sehen wir deutliche Steigerungen. Und welche Fahrzeuge interessieren Herr und Frau Österreicher? Es scheint, dass alles, was Spaß macht, deutlich besser funktioniert als letztes Jahr. Motorräder, Cabrios, Coupés, auch Oldtimer sind überdurchschnittlich gut. Ich bin auch mit meinem Oldi heute da und das ist, glaube ich, eine erfreuliche Entwicklung. Und es gibt ja prinzipiell auch die Theorie, dass Menschen nach der Krise eher so ein bisschen das wieder aufholen wollen und etwas nachzuholen haben. Und das würde ich darauf zurückführen, dass jetzt auch Spaßdinge wie Motorräder, Coupés, Cabrios besser performen als das Durchschnittsauto. Für viele ist aber auch das Durchschnittsauto interessant. Wie wird das denn angetrieben? Zu den Antriebsarten ist zu sagen, dass Allrad immer noch ein Randphänomen bleibt. Also es ist natürlich der Frontantrieb, dann je nach Heckantrieb und Allrad ist wirklich ein Randphänomen. Zu den Treibstoffen, Diesel wird immer noch 50% mehr gesucht als der Benziner im Gebrauchtbereich, auch wenn es in den Neuzulassungsstatistiken schon etwas anders ausschaut. Elektro, die Anfragen auf Elektrofahrzeuge sind im Vergleich zum letzten Jahr um 20% sogar gestiegen. Bei so vielen Daten und so vielen inserierten Fahrzeugen gibt es aber sicherlich auch bizarre Unikate. Also ich kann mich an 2 Dinge erinnern. Das eine war der Porsche von Jörg Haider, in dem er damals mit Wolfgang Schüssel gesessen ist. Und das zweite war gar nicht im Automotorbereich inseriert, sondern im Marktplatz. Das war nämlich ein Nachbau vom Feuerstein-Mobil für einen Faschingsumzug. Tja, wir würden das Feuersteinmobil eindeutig im Automotorbereich sehen. Dort hätte es mit mehr als 190.000 anderen Fahrzeugen gute Gesellschaft. Bei dem Traumwetter hat man natürlich als Autofahrer nur eines im Kopf, nämlich ich muss mein Auto waschen. Allerdings nicht irgendwie, sondern richtig, denn nur so wird's garantiert picobello. Wie jedes Jahr im Frühling steht die erste richtige Autowäsche an. Schließlich müssen die letzten schädlichen Relikte der kalten Jahreszeit vom Auto gewaschen werden. Die Fahrt zur Waschstraße liegt dabei nahe.
ohne sich selbst die Hände schmutzig zu machen, erzielt man hier auf Knopfdruck ein Picobello-Ergebnis. In ganz Österreich gibt es hunderte Waschmöglichkeiten. Empfohlen sind die sogenannten Jet-Waschplätze. Das Auto soll zum Schluss Picobello sauber sein. In dem Zusammenhang können wir auch Picobello Standorte empfehlen. Hier ist die Garantie gegeben, dass man mit einem sauberen Auto nach Hause kommt. Allerdings ist die Autowäsche mitunter auch eine ganz persönliche Angelegenheit. Denn manche zieht es in die Waschstraße und andere legen wiederum gerne selbst Hand an. Natürlich macht die sogenannte Lanzenwäsche mehr Arbeit, jedoch bietet sie einen Vorteil, der nicht zu verachten ist. Die für das Auto schonendere Wäsche ist zweifelsohne die Lanzenwäsche, weil sie berührungslos funktioniert. Bei der Waschstraße, egal ob es eine Rollover oder eine Durchfahrtswaschstraße ist, hat man eine Berührung mit den Bürsten. Jede Berührung in dem Zusammenhang kann auch Schäden verursachen bzw. ergibt einen Reibungspunkt. Und so ist das berührungslose Waschen, heißt Jetwash, das sicherlich für das Fahrzeug bessere Art. Wichtig ist jedenfalls, dass man sich auch als Waschprofi bei der Lanzenwäsche mit den Anwendungshinweisen vertraut macht. Denn nur so wird das Auto wirklich sauber und Beschädigungen sind auch auszuschließen. Und das Ergebnis ist auch hier Picobello. Der Insider wird präsentiert von Willhaben. Ich war wieder mal online unterwegs mit der Willhaben-App und habe ein Wahnsinnsauto für euch gefunden. Und zwar diesen Exoten hier, einen TVR Tuscan S. Der hier ist sogar ein Linkslenker und kommt mit bulligen 400 PS. Ein Auto, das mir persönlich wirklich extrem gut gefällt. Der ein oder andere wird den Wagen auch noch aus dem Hollywood-Film Password Swordfish kennen. Da fährt John Travolta als Superschurke den britischen Supersportler. Auf den Bildern sieht der Tuscan gut gepflegt aus. Kein Wunder, wurde er bereits einmal neu lackiert, neu beledert und die Technik wurde auch überarbeitet. Das Fahrzeug ist Baujahr 2003 und hat 80.000 Kilometer am Tacho. Für Freunde von besonders außergewöhnlichen Fahrzeugen ist dieser seltene TVR Tuscan S ein echt heißer Tipp. Wahnsinns TVR, schnell zuschlagen, weil sonst kaufe ich den. Und gefunden habe ich ihn mit der Willhaben-App. So, heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sind ja erst in 3 Wochen wieder da, nämlich am 12. Juni. Und bis dorthin empfehle ich unseren YouTube-Kanal, den am besten gleich kostenlos abonnieren. Und da gibt es auch jeden Tag um 18 Uhr ein Video. Dann Facebook, da kann man mit uns plaudern und ganz toll auch GoDrive, dort kann man sich umfassend über den österreichischen Automarkt informieren. Ja, von meiner Seite war's das jetzt. Servus und Baba, bis zum 12. Juni. Go, powered by Turmöl. Tankbare Preise.